So, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir und Sachsen Let's Player und mit dem Tino. Ja, grüßt euch Leute. Mit dem Klicki. Hallo. Klick, klack. So, klick, klack, Hoden ab. So, so, ja, wir grubern erstmal. Was machst denn du? Ich bin auf A gekommen. Wir grubbern erstmal in die falsche Richtung. Genau. Also, Ladies first. Ja. Und ich wollte eigentlich. Einen Moment. Ich muss aber kurz einen Zurückstoß wagen. Ja, ich sehe es. Ich weiß zwar nicht, was hier gerade das Problem ist. Ach so, warte mal. Ich stehe hier auf dieser Feldkante. Deswegen hat er das ausgelassen. Also. Ich wollte eigentlich die Folge mit einem Witz beginnen. Habe ich aber komplett wieder vergessen. Den kann ich ja jetzt erzählen. Warum kann man nicht mit einem Brötchen telefonieren? Entschuldigung, junge Frau, ich müsste aber noch einen Meter. Was, denk warum? Jetzt noch mal ganz kurz. Scheiße, jetzt habe ich... Warum kann man nicht mit einem Brötchen telefonieren? Keine Ahnung. So, jetzt. Weil es belegt ist. Haha. Und was liegt am Strand und man versteht es ganz schlecht? Keine Ahnung. Nuscheln. Ging wieder nicht. Ah ja. So, ja, muss ich dann noch machen. Nützt nicht. Ja, ich weiß nicht, was ist denn hier los? Sag mal, haben wir hier ein... Nee, die Grubber sind zu groß, quasi. Die Spannweite, da bleibt zu viel. Nee, warte mal, ich glaube jetzt, ja. Ich habe den Fehler gefunden. Ich hätte den Grubber senken sollen. Aber wieso ging es am Anfang? Komisch. Fail. Durch die Erhöhung. Ja. So, also ich fahr 22, nur zur Info. Ja, ich fahr 21. Dann passt's ja. Circa. So, ja, schön, Mensch. Haben wir alles hinter uns gebracht. Silvester vorbei, Weihnachten vorbei, morgen wieder auf Arbeit. Beziehungsweise, wenn ihr den Part seht, bin ich schon wieder 4 Stunden auf Arbeit. Da. Ah, macht doch Spaß. Große Freude kommt auf. 2 Wochen Urlaub rum. Super. Hast du den nächsten Urlaub? Ich würde hier links fahren, danke. Den nächsten Urlaub habe ich im April, also geplant. Erst, okay. Hm. Sport, ja. Naja, man muss immer ein bisschen sparsam sein mit dem Urlaub, weil ich mache immer dann ganz gerne in den warmen Monaten etwas mehr. Achso, könnt ihr das ja frei hätten. Naja, wir müssen ja trotzdem ganz normal unseren Urlaubsplan schreiben Ende des Jahres. Und da müssen wir, glaube ich, von 30 Tagen Urlaub, die wir haben, müssen wir 27 oder 28 müssen wir eintragen. Ist süß, auch süß. Naja. Naja, ansonsten für den Rest, gerade für die Jüngeren, ich glaube, ihr habt ja Ende Januar, Mitte Februar schon wieder Winterferien. Ja. Meines Erachtens nach. Ach, den Schülern, denen geht's gut. Ja. Dann wäre ich auch gerne nochmal Schüler, du, sag ich dir. Kam zwar damals so alles viel zu kurz vor, man hat eigentlich nur gefragt, wenn wieder Ferien sind, aber so im erhöhten Alter merkt man den Luxus eigentlich erstmal. Richtig. Im erhöhten Alter, das hört sich gut an. Mit 20. Mit 20 Alter. Aber auf jeden Fall. Gerade die ersten Schulbücher gekriegt, der neue Schuljahr beginnt. Wann sind die nächsten Ferien? Ja. Da hab ich mich damals aber echt gefragt. Also Sommerferien, also nach den Sommerferien Schule, das war immer so ätzend. Also ja. Klick. Ja, es ist halt, weil 6 Wochen Ferien ist schon reichlich, ne? Das war mal irgendwie wie so ein kleiner Triumphzug, wenn man da an dem letzten Schultag, wenn man den letzten Schultag hinter sich gebracht hat und wusste, jetzt sind 6 Wochen Ferien. Also ich weiß nicht, wir sind ja immer aus der Schule rausgestürmt, das war immer sensationell. Bei dir wohl nicht so, hä? Ja, doch, aber war halt standardgemäß. Also Sommerferien war auch nichts weiter, das war halt damals diese WoW-Zeit. Ach so, okay. Da konnten 30 Grad sein, das war mir relativ egal. Ach, da kommt ja noch einer. Ich hab meine TFT-Bräune. Ich hab keine Zeit für Schule. Ja, ganz ehrlich, ich war in der Schule immer gut. Also ich hab, wie gesagt, mein Schulabschluss mit 1,6 schieß mich tot bestanden. Ja. Es war keine okay, eine Kunst, ist jetzt nicht der höchste Abschluss, aber... Ja, aber 1,6 ist doch... Du hast mittlere Reife gemacht, oder? Nee, Hauptschule, was oben drüber ist. Ich weiß zwar nicht, wie das ist. Qualifizierter Hauptschulabschluss. Ja, genau. Also ein bisschen was Besseres als die normale Hauptschule. Ja. Das war jetzt keine Kunst. Also deswegen konnte ich es mir auch leisten, eigentlich nur zu zocken, die Hausaufgaben zu machen, weil ich habe den Stoff ja verstanden.
Ja, ganz ehrlich, Hauptschule oder allgemein Hauptschulabschluss, der ist nicht schwer. Deswegen, Sollte für jeden machbar sein, denke ich auch. Sollte eigentlich für jeden machbar sein, ist richtig. Du mit deinem Wirtschaftsabitur, da hätte ich schon nach dem ersten Tag kapituliert. Habe ich mir auch damals so überlegt, nach dem ersten Tag. Aber naja, was soll's. In der Theorie könnten wir heben, ne? Ja, können wir auch. Können wir, ne? Die drei großen Felder oder größeren Felder haben wir jetzt erstmal fertig gegrubert. Jetzt schmeißen wir hier Rüben drauf, so wie der Plan halt letztens war in der letzten Aufnahme oder am Freitag. Der letzten Session? Ja. Oder am letzten Part, ein Freitagspart. Freitagspart. So, und jetzt kommen Rüben. Jetzt kommen Rüben. Da habe ich lieber auch für alle drei eine gekauft, meines Erachtens nach. Ja, zwei stehen hier in der Halle und einer steht hier auf diesem kleinen Feld. Allerdings haben wir jetzt, wie gesagt, das Problem, dass ich bis jetzt noch nicht weiß, wo wir das Gelümpe aufladen. Ach so. Ja, habe ich mich bis jetzt noch nicht damit befasst. Wollte ich beim letzten Mal machen, da hieß es, wir müssen auch grubern. Ach so, mit dem Rüben aufladen, ja. Das ist eine gute Frage. Das müsste hier irgendwo am Hof sein, ne? Theoretisch ja. Aber wo genau, frag mich mal. Das finden wir schon. Man hofft. Also hier Linksklick, da steht das, da steht die andere Sämaschine. Ich hab hier auch noch eine. Ja, in der Halle steht auch noch eine. Achso. Achso, ihr habt jetzt hier einen Unterstand. Naja gut, meine steht da vorne. Ja, ich hab's. Scheiße. Ich hab's schon gesehen. So. Saatgut. Das ist jetzt eine gute Frage. Theoretisch irgendwo, weil ich wüsste sonst nicht, wo es sein soll. Ja, ich hab's gefunden. Ernsthaft? Ja, da in der Halle, wo da steht hier, also die Sämaschine, die du gerade gemeint hast, da dahinter. Ah, okay. Sind zumindest überall Paletten im Gebäude. Ah ja. Schauen wir, ob es funktioniert. Und geht. Ja, super. Mensch, klick das alte Adlerauge. Ja. So. Naja, jetzt ist erstmal Gruppen anstehen hier beim Saatgutverkauf. Ich dachte, es gibt Bananen. Ja, Bananen oder F6. Ja. Nee, da wäre die Schlange länger. Ja. Wir werden hier nicht nur drei stehen, Randy. Warte. Die Steuerung, geh bitte aus. Oh, das ist aber mutig. Scheiße, warte mal, IC aus. Spurenreiser nimmt halt 0 JD, ja, okay. So, stellen wir gleich mal auf Rüben ein, dass ich hier als einzigster dann Mais ansehe. Das wäre schlecht. Immer so eine Spur dazwischen Mais. Ach ja. Das hat man schon ein paar Mal. Ja, kann mir vorstellen. So, naja, wenn das Klick schafft, dann schaffe ich das natürlich auch. Ich glaube, das hat dort eh keine Kolli. Aber ich versuch's trotzdem. Ohne zu kollidieren. So. Präzisionsarbeit. Ja, das ist Präzisionsarbeit. Aber da sieht man halt, wer mit großem Gerät umgehen kann, ne? Ja, jetzt lobt er sich wieder selber. Naja, das war hab ich aber. Oh, wo bist du hin, Klick? Ach da. Ich bin gleich hier links. Alles klar. So, können wir das Teil schon mal ausklappen? Machen wir einfach so Freestyle oder mit Reisen? Eigentlich Freestyle, oder? Nö, mach mal hintereinander weg. Das sieht immer auf dem Foto gut aus. Was mit Reiser? Achso, nee, die Reiser müssen nicht sein, aber ausklappen halt so, ne, im Schwad. Ja. So hintereinander weg. Ja, das ist ja Standard. Ja, sind wir müde, ne? Nee, müde nicht, vollkommen ausgeschlafen, aber manchmal hat man, kennst du das, wenn man zu viel geschlafen hat? Ja, ja, da geht's in der Nacht noch beschissener wie vorher. Naja, beschissen nicht, aber ich sag mal, der ein oder andere Gehner schleicht sich dann gern mal ein zum Sonntag, vor allem wenn es draußen Nieselwetter ist. Das wundert mich eigentlich, weil früh um 7 fährst du? Runner. Ja, ja, geht schon los. Warte, jetzt müsste ich noch Rüben einstellen. So, ich glaube, keine Ahnung, nee, um 7 war es ja noch finster im Staat Friesland, aber so um 8 rum oder so, wenn der Morgen anbricht, da knallt ja immer übelst die Sonne, aber innerhalb von einer halben Stunde ist die auch wieder weg. Ich frage mich nur, wann es mal wirklich so richtig kalt werden soll. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt hier Februar, März hier die übelsten Monate dann werden, also das ist ja bis jetzt lächerlich gewesen, ne?
Ja, das war dann aber so, komm, was erwartest denn du? Denkst du, da, es kommen gar keine kalten Temperaturen, das verschiebt sich halt alles mal. Ja, das klar, ich glaube fast, dass nichts mehr großartig kommt. Oh doch, der Winter, der wird nochmal einschlafen, glaub mir. Der Winter kannst du dann deine Ostern, genau, deine Eier im Schnee suchen. Das gab's schon mal, kann ich mich irgendwie dran erinnern. Letztes Jahr zum Beispiel, ja. Normalerweise ist es ja sowieso so, dass der Februar der kälteste Monat im Jahr ist. Das stimmt, ja. Ja, normalerweise schon immer so gewesen. Ja. Ja, da kennst du es schon, aber ich kann mich schon mal ein paar Jahrzehnten noch dran erinnern, dass immer so im Dezember Schnee gefallen ist irgendwie und dann so im März, April schon wieder irgendwas draußen aufgesprießt hat und jetzt irgendwie, wenn du da jetzt in die Gärten guckst, da sind jetzt schon irgendwelche Knospen dran. Das Schlimme ist ja, die Blumen werden ja komplett verarscht, ne? Die Blumen werden so oder so verarscht, ja. Obwohl, die müssen es eigentlich über die Jahre wohl langsam mal gelernt haben. Aha. Ja, das, was ja da sprießt, was du meinst, das sind ja Schneeglöckchen, das ist ja Standard. Ja, nicht Schneeglöckchen, alleine schon irgendwelche Knospen von Bäumen etc. Bei mir hängt. Aber das ja, war ja, gerade ein dicker Ruckler. Ja, ja, ne, ich ruckel jetzt immer mal ein bisschen. Aber alleine jetzt schon irgendwie an irgendwelchen Bäumen, das sind schon bei der ersten Knospen dran. Das ist eine Freundin mal erzählt, die bei ihrer Mutter im Garten waren. Ja. Ist doch schon nicht mal normal. Ja. Sieht man eine Runde durch. Also halt einer, ne, so Dings und einer, ne, wie halt gerade beim Gruber, ne. Was denn, im Kreis fahren oder wahrscheinlich was? Im Kreis. Ja. Weil jetzt mal, ja. Wenn ich eine Kurve fahre, dann fängt er an zu ruckeln. So. Oh. Schöne Kurve gefahren. Ja. Aber volle Kalöle. Also richtig Klick, hast du die Maße heute nicht, hä? Nee, das ist, ich bin auf uns gerade so aufgewacht. Ach so? Ja, nicht. Ich habe auf 9:30 eigentlich einen Wecker gestellt, da bin ich aufgewacht und da habe ich mich nochmal rumgedreht und dann war es 10:45. Ups. Na, bei uns waren heute die Großeltern zum Essen eingeladen. Da war 11 Uhr, musste ich dann auch aus den Federn. Wir waren ja gestern beim Spieleabend gewesen, ich und meine Freundin. Ja, sowas gibt's auch noch, so Spieleabend, und zwar jetzt nicht Playstation oder Xbox oder PC, nein, so Flaschendrehen mit Ausziehen. So Kartenspiele. Sowas gibt's, ja, offline quasi, sowas gibt's ja tatsächlich noch. Weil Tino ist jetzt unter den Hipster gegangen. Nein, das machen wir ab und zu einfach mal. Ja, also gegen den Mainstream so. Ja. Ja, läuft. Ja, es sind einfach soziale Kontakte pflegen, ne? Jetzt drängelt er sich hier in die Mitte, das glaube ich ja wohl nicht. Ja, geh du mal deine sozialen Kontakte pflegen, ich arbeite hier weiter. Ja, ja. Ja, ja, ne? Ich pflege ja auch meine sozialen Kontakte, ne? Dann würde ich ja nicht mit dir sprechen. Genau. Hm. So, dass man das heutzutage alles über die mediale Welt machen kann. Also viele... Kann, aber nicht muss. Ja, ich habe in der echten Luft draußen habe ich nicht so viele soziale Kontakte, die man da jeden Tag pflegen muss, deswegen. Ja, jeden Tag ja auch nicht. Also in der Woche, wenn wir ganz normal arbeiten gehen, dann ist es ja auch zeitlich schwierig, aber gerade so am Wochenende oder so kann man schon mal schauen. Oh ne, immer im Monat tut's das. Pflichtanruf. Pflichtanrufen. Kurz anklingen lassen. Pflichtanrufen so. Ist nicht bezeichnen. Ach, aber ich schränke das ja, ey. Ich weiß ja nicht, das wäre ja mal so im Allgemeinen, man gerade heutzutage in der Generation Facebook, da, wo man da ja sieht, wenn man bei Facebook Account, da stehen da so 800 Freunde, sag schon mal, oder ja, kennst du jeden drüber lachen. Ja, kennst du jeden persönlich und davon, okay, also der Fleck hier vorne geht ja wirklich nicht weg. Also so, was weiß ich, 800 Kontakte etc. Machst du das leglich? Ja. 800 Freunde, ich sage, glaube ich, dir auf Wort. Ich habe bei Facebook, glaube ich, auch keine Ahnung, nicht mal 20 Mann. Ja, und kann ich mich geehrt fühlen quasi? Da kannst du dich geehrt fühlen, du bist nicht einer von vielen, du bist einer von wenigen. Das klingt gut. Richtig, und im realen Leben bin ich eigentlich auch bloß auf 2-3 Leute beschränkt, die ich als Freunde bezeichne und das Restaurant. Also. Ja, also ich sage mal so, es ist ja generell so, Freunde bezeichnet man oder sollte man zumindest die wenigsten bezeichnen. Das meiste sind ja dann Bekannte oder Kumpels oder was weiß ich. Und so, selbst da ist es wenig, also ich habe das ja wenig. Ich suche da meine Leute immer lieber so, was ist meine Leute, ich beschränke mich da immer sehr ein. Also ich muss sagen, ich habe zwar viele jetzt Bekannte oder Kumpels oder so, aber Freunde kann ich wirklich an einer Hand abzählen, also das ist so. Wo ich jetzt wirklich auch meine...
Was? Wozu gehöre ich? Naja, gut, ich muss dazu sagen, die, was ich an einer Hand abzählen kann, die Freunde, also da kenne ich, das würde ich jetzt sagen, sind 4, 5 Mann. Und die kenne ich gute 20 Jahre. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da haben wir noch was vor uns. Aber man, wir kennen uns jetzt seit 3 Monaten, 2 Monaten, irgendwie sowas in der Richtung. Oder ist es schon länger her? Das ist eine gute Frage. Ich habe schon gar kein Zeitgefühl mehr für den ganzen Spaß. Kommt ihr jetzt längs von vorne? Ja, mach das mal. Du stehst gerade gut. Nee, wir kommen nicht von vorne, du kannst umdrehen. Oh, da lässt aber auch was aus. Die haben zu große Breite. Nee, das sind diese Unebenheiten, würde ich ja sagen. Das war dann auch nichts. Das war auf Two Rivers. Ja, das ist halt. Das war auf Two Rivers. Auf Two Rivers ist ja, ne? Ja, ganz, ganz schlimm gewesen sogar. So, was mache ich denn jetzt? Ich warte am besten mal hier. Ja, bis ich wieder vorkomme, würde ich sagen. Aber wir sind für den Part eh schon mal wieder fertig. Mensch, jetzt genau. Ja, ne, wie die Zeit verrummelt. So, und deswegen sehen wir uns dann dementsprechend im nächsten auch wieder bis, im nächsten Part wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Wertung, gerne ein Sternchen da, bla bla bla. Ihr kennt die ganze Sache. Bis morgen und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüssi, Leute. Tschüss.